Ja, jeder Spieler hat so sein Repertoire, hat den einen oder anderen Wurf, vor allem auch der eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel findet. Dazu kommt logischerweise noch das Stellungsspiel des Torhüters, das man dann wahrnimmt, wenn man eigentlich den Anlauf nimmt und die Schritte aufs Tor nimmt, dann Absprung auswählt und dann in der Zeit dann eigentlich entscheidet, welchen Wurf man dann abfeuert. Und klar, das ist, hat auch sehr viel mit Erfahrungswerten zu tun, die man über die Jahre hinweg sich erarbeitet. Der Torwart steht jetzt im langen Eck, bietet mir das kurze Eck an. Ist zum Beispiel eine Möglichkeit und dann erarbeitet man sich daraus so dann seine Varianten. Bei Steini ist es so, dass er eine unheimliche Sprungkraft hat. Er kann zum Beispiel viel, viel länger warten als ich persönlich. Er hat eine bessere Sprungkraft als ich und Steppi hat einen unheimlich schnellen Armzug und ist für den Torwart richtig schwer, dann, wenn er dahin trifft, wo er möchte, den Ball zu halten, weil es einfach so unheimlich schnell aus dem Arm kommt. Das ist einfach so ein bisschen Drehheber und ja, ich nutze ihn nicht oft, aber manchmal muss man so gute Varianten haben, weil man hat kleine Ecken so reinzuspringen und so. So, das ist wichtiger als außen so viele Varianten zu haben, deswegen trainieren wir das. Wir brauchen viele Wiederholungen und das ist wichtig, so viele Möglichkeiten zu haben und das ist ja ganz wichtig und dann trainiert man das einfach 100 Mal und so, dann kann man das vielleicht einmal probieren ins Spiel.